und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Jetzt nach Velaya dachte ich, ich mache mal wieder was Neues, bevor ich die alten Mods quasi neu auflege. Da wäre Piratenleben als nächstes dran gewesen. Da habe ich mal gedacht, ich schieb mal eine Mod, die ich noch nicht gemacht hatte, zwischen rein. Gothic 2 Sekten waren Version 1.1 von Icebox und Tyrael. Simple Creators oder so heißt dann wohl das dazugehörige Mod-Team oder die, die da alle dazugehören oder wie auch immer. Bezeichnen sich selbst als Minimod. 4 bis 5 Stunden Spielzeit ist nach meiner Auffassung nicht mal unbedingt eine Minimod. Es gibt auch Modifikationen, die haben nur eine Spielzeit von 1/2 Stunde bis 1 Stunde. Das hätte ich als Minimod definiert. Ja, und Sekten waren so als kleine Mod, 4 bis 5 Stunden Spielzeit. Da hat man schon ein bisschen was von. Und zum Setting, wir sind irgendwie... Wir selbst sind ein Spion des Königs und schleichen uns quasi ein bisschen ein. Es gibt eine kleine Barriere, wie ihr im Hintergrund schon unschwer erkennen könnt, um Bergmaß Feste. Und da haben sich quasi die über... Bleibsel des Sektenlagers eingeschlichen und da wollen sie jetzt nicht mehr raus. Aber die Barriere ist, also die große Barriere, wie ihr seht, ist ja zerstört und die Truppen des Königs haben das Minental wieder besetzt und es gibt da so einen kleinen Zwist, ne, zwischen den übrig gebliebenen Sektenspinnern, Entschuldigung, Sumpflagerbewohnern, Sektenangehörigen, könnte man sagen. Und eben den vorstoßenden Truppen des Königs. Und bevor ich hier weiter vor mich hin brabbel, fangen wir doch einfach mal an. Ruba der Dritte hatte den Krieg gewonnen. Die Orks flohen zurück in die nördlichen Länder und die Assassinen wurden erneut unterjocht. Trotz der vielen Siege des Königs besserte sich die Lage im zerstörten Myrtana nur leicht. Viele machthungrige Adlige, die den Krieg überlebten, verschlechterten die Lage sogar. Dem König blieb nichts anderes übrig. Er entmachtete eine Handvoll Adliger und gab ihre Ländereien an andere weiter. Die entmachteten Adligen verschwanden oder flohen in die Städte. Der Adlige namens Zandor war einer von ihnen. Von seinen Ländereien nahe Geldern vertrieben, versammelte er die naiven und vom Pech verfolgten Bauern unter sich und begann, in vielen Dörfern eine Rebellion auszulösen. Anfangs achtete Ruba nicht auf ihn, er war zu schwach und zu unbedeutend, als dass er dem Reich hätte gefährlich werden können. Doch als Zandor so viele Anhänger um sich scharte, dass ein Bürgerkrieg zu entstehen drohte, musste Ruba handeln. Alle Anhänger Zandors wurden zu Vogelfreien erklärt. Die Paladine und Milizen zeigten keine Gnade, und auch der Großteil der Bevölkerung stellte sich gegen die Gruppierung, die sich langsam aber sicher zu einer Sekte entwickelte. Oder so. So kam es, dass die letzten Überlebenden der Gruppe nach Korinus flohen und sich in Bergmars alter Feste verschanzen mussten, während eine Armee, geführt vom Paladin Girion, diese belagerte. Mit dem gestohlenen Wissen der Feuermagier wurde eine Barriere um die Burg erschaffen, um alle Sektenmitglieder zu schützen. Du bist ein Spion der königlichen Armee und befindest dich in der Burg. Es ist deine Mission, mehr über die Barriere herauszufinden und diese womöglich zu Fall zu bringen. Alles klar. Hey Novize, bleib stehen! Was ist los? Es wurde den Novizen ausdrücklich befohlen, sich direkt in die Burg zu begeben. Du bist doch draußen, hast so gegen die Befehle verstoßen. Okay, ganz kurz, bevor wir jetzt hier direkt weitermachen, da hatte ich das wohl ein bisschen missverstanden. Also diese Sekte hier ist nicht die Standardsekte, wie man sie kennt. Das sind quasi neue Sektenspinner. Und die haben sich aber dann auch wieder ins Minental verkrochen und haben dann da wahrscheinlich die alten Kittel von den
ganzen Gurus und Templern gefunden haben, die einfach übergezogen. Also es gab auf dem Festland eine kleine Revolte. Das hat sich dann so ein bisschen ungünstig für die Revoltierenden entwickelt und die haben sich so langsam zur Sekte transformiert. Ja, wahrscheinlich, weil diejenigen, die nicht ganz überzeugt waren, einfach gesagt haben, okay, bevor ich vogelfrei erklärt werde, lasse ich sein. Und die ganz harten, ja, die Eisernen dieser Bewegung haben sich jetzt quasi zu einer kleinen Sekte entwickelt und die haben sich jetzt auf Methana in Bergmaßfeste da ein bisschen eingeschanzt. So. Und wir sind ein Spion des Königs. Also tut mir leid, wird nicht nochmal passieren. Ich sollte doch den Wachen ihre Essensrationen bringen. Ja, was müssen wir denn jetzt hier? Machen wir das. Ich sollte doch den Wachen ihre Essensrationen bringen. Erzähl keinen Scheiß. Die können sich ihr Essen sicher selbst holen. Wie auch immer, du wirst einen Strafauftrag erledigen. Na super. Was soll ich tun? Ich soll unten beim Außenposten die Lage kontrollieren. Aber das soll sich irgendwo in Vierum treiben. Finde und schlachte es. Und kehre dann zu mir zurück. Dann werde ich dich durchsuchen. Pflicht bei allen Novizen. Du willst mich durchsuchen? Ganz genau, das ist die Regel. Und jetzt Abmarsch und erledige deinen Auftrag, Novize. Hey, erledige erstmal deine Aufgabe, sonst gibt's was auf die Fresse. So, nochmal direkt angeschnauzt werden. So, wir sind jetzt quasi hier innerhalb dieser Barriere, dieser kleinen Barriere. Die Spielwelt ist auch relativ klein. Wir haben eine Novizenrobe und eine schwere Nagelkeule. Und 25 Stärke, 20 Geschick, 100 Leben. Also, quasi um einiges mehr, als man normalerweise hat. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine kleinere Modifikation. Und dementsprechend muss man damit ein bisschen was starten. Und da ist direkt ein Lurker und den soll man wahrscheinlich umbringen. Runenjagd. Toll, erledige ich meine Arbeit, werde ich von einem Krieger erwischt und muss extra Arbeit machen. Ich soll für den Kerl irgendein Tier erlegen, das sich unten in den Büschen rumtreibt. Also wie gesagt, nochmal zum Umfang, 4 bis 5 Stunden Spielzeit, also so 12 bis 15 Folgen, gar nicht mal so groß. Und ich glaube, es sind 20 Quests auch insgesamt, also sehr überschaubar. Keine Riesenmodifikation. Hallo. Und das ist die Flusswache, aber die hat nichts zu erzählen. Die ist einfach nur da. Jetzt können wir auch noch nicht viel hier aufsammeln, aber... Da ist Lurker, wie gesagt, das ist auch das Vieh, das wir erledigen sollen. Haben übrigens auch 30% Einhand, also das sollte gar kein Thema sein. Da hinten sieht man schon so ein bisschen die Belagernden. Ich verreck wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ich verreck auch noch. Ich war gerade noch so bei Velaya drin. Das ist immer wieder, du kriegst immer wieder neu aufs Maul. So, das kannst du gar nicht verhindern. In der Theorie können wir ihn auch einfach so ein bisschen in die Wand hauen. Und dann einfach umholzen. Und dann eigentlich ausweichen, aber dazu sind wir zu faul. Ausnehmen können wir es nicht. Der Charakter sagt auch dabei nichts. Da kommt nur oben quasi der Text. Wie gesagt, relativ kleine Mod, deswegen... die Ansprüche nicht so hoch setzen. Die Sprachausgabe ist so lala. Es könnte schlimmer sein, wir laufen jetzt... Da ist doch eine Spalte im Boden. Mal gucken, ob was drin ist. Okay. Oh, eine Rune. Ich sollte sie zurücklegen und später die Rune holen. Denn sonst werde ich sicherlich erwischt und kriege Ärger. Alles klar. Ich riskiere lieber nichts und lasse die Rune erstmal da. Können wir die jetzt interagieren, oder? Ich habe in einer Spalte eine Rune gefunden, mich aber dazu entschieden, sie erstmal im Wald zu lassen. Ich will nicht riskieren, dass ich von darin erwischt werde. Ja, okay, dann hoffentlich war das mal die richtige Entscheidung. Wir gucken uns erstmal um. Also, wir haben den Lurker umgebracht. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas. Bisschen Gemüse, das rumfliegt oder so. Kann man da was mitnehmen? Unten drin nichts, nein. Alles leer. Keine Kräuter. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein altes Schwert ist. Aber wahrscheinlich eben ein bisschen... das ist ja... Ach du Heilige. Im Schwert ist der Name Bedor eingraviert.
Also, in der Theorie hätte ich damit den Lurker um einiges einfacher erledigt, aber das kann ja keiner wissen. Am Anfang können wir sowieso noch einfach, also können wir, man kann eigentlich generell immer einfach mal pennen gehen, anstatt Tränke oder Heilpflanzen zu nehmen, gerade jetzt, wo wir am Anfang ja noch gar nichts haben. Ja, so als Spion des Königs hat man es nicht leicht. Und wir haben schon mal ein nettes Schwert gefunden. Natürlich nur die Frage, nimmt er uns das Schwert auch ab? Wenn ja, dann lasse ich das natürlich auch irgendwo hier unten liegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man hier sonst nichts mehr finden wird. Irgendwas versteckelt. Naja, und nach Sektenbahn wird dann wahrscheinlich Piratenleben folgen, als Neuauflage eines noch alten Projektes. Ich hatte allerdings auch mal vor, machen wir auch mal in naher Zukunft, oder gut, was heißt in naher Zukunft? Auf jeden Fall in der Zukunft, will ich tatsächlich mal die Welt der Verurteilten spielen, also Gothic 1 mit Erweiterung. Weil da habe ich auch einfach mal Bock drauf. Ich höre hier Goblins. Kommt man an die ran? Oder sind die irgendwo im Berg drin? Komme ich überhaupt wieder raus? Ansonsten war das so ein bisschen ungünstig, hier mein Vorhaben. Oh nee, da runter will ich jetzt nicht springen. Hier ist nichts mehr. Da hat man die Goblins, aber man muss doch hier an der Seite auch wieder rauskommen. Ja, wollte gerade sagen, ist doch. Wäre ja sonst ein bisschen dämlich. Aber ansonsten ist hier leider nicht viel zu holen. Einfach nur, ich glaube, eine Heilpflanze sind mal zwei Stück und eine Feuernessel und so ein Kram haben wir hier unten nur gefunden. Das ist eine sehr geringe Ausbeute. Aber naja, das Vieh ist tot. Wir können auf jeden Fall weitermachen hier. Das Tier ist tot? Ja, ist es. Willst du mich durchsuchen? Genau das werde ich jetzt machen. So, nichts drin. Dann geh zur Burg und bleib da. Können wir darin noch was erzählen? Nein, jetzt marschiert er auch ab. Und hier haben wir noch eine Turmwache. Darf man sich ja hier alles nehmen, ne? Ist ja unter freiem Himmel. Hat also keinen Anspruch drauf. Und hier haben wir eine Hallo. Turmwache. Und die hat auch nichts zu erzählen. Haben wir denn Schlösser öffnen können wir? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Aber da lässt ganz kurz, ne, der namenlose Held durchscheinen. Wir haben gar keine Dietriche. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier wieder runterlaufen kann und diese Rune holen kann. Denn jetzt werden wir nicht mehr durchsucht. Da wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn wir jetzt hier diese Rune holen könnten, wenn ich denn wüsste, wo die ist. Wir waren das letzte Mal, wir haben den Lurker umgebracht und dann sind wir hier entlang gelaufen. Dann hat er irgendwas von der Ritze im Boden gesprochen. Aber man muss doch hier irgendwo drauf interagieren können. Das wäre ja dämlich, wenn nicht, oder? Oder kommt uns das später nochmal irgendwann zugute oder zu schlechte? Das müsste eigentlich hier gewesen sein, aber also interagieren kann ich hier nicht. Deswegen hoffe ich einfach mal, ist soweit alles gut. Daran hat mich wirklich durchsucht und die Rune nicht gefunden. Die liegt jetzt sicher im Wald. Wenn ich wieder Zeit habe, werde ich sie holen und genauer untersuchen. Okay, wenn wir wieder Zeit haben. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Da werden wir bestimmt informiert, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall schon mal ein nettes Schwert. 70 Schaden. Ihr seht, hier geht es halt wirklich direkt rund. Ist halt wie gesagt eine kleinere Modifikation. Da ist es mit der Entwicklungskurve halt ein bisschen steiler. Na, aber ansonsten kannst du auch in 4 bis 5 Stunden nichts Brauchbares machen, wenn du nichts kannst. Das ist halt auch ein bisschen blöde. Also sind wir hier in dieser Geschichte ein Spion des Königs. Wäre ja schon dämlich, wenn wir gar nichts könnten. Das wundert mich sogar, warum wir nicht schleichen können. Aber immerhin können wir Schlösser knacken. Hey du, Novize, wo kommst du her? Was? Ich habe doch nur meine Aufgabe erledigt. Ach so, dann blick noch mal auf das Tal. Du wirst nämlich erstmal nicht mehr aus der Burg kommen. Und wie geht es dir? Ich muss hier immer stehen und darauf aufpassen, dass hier niemand vorbeigeht. Den ganzen Tag. Mir geht's scheiße. Oh, das tut mir leid. Was ist deine Aufgabe?
Ich passe darauf auf, dass keiner der Novizen die Burg verlässt. Damit verhindern wir, dass Spione den Idioten vor der Barriere Informationen übermitteln können. Lass mich raten. Und mit der Rune kommen wir wahrscheinlich aus der Barriere raus, weil es bestimmt eine Teleport-Rune ist. Würde nämlich keinen Sinn machen, wenn wir hier eine Feuerpfeil-Rune irgendwo rumliegen hätten. Das macht ja keinen Sinn. Also wir sollen einfach mal hinein. Da werden wir dann wahrscheinlich jetzt auch weiteres erfahren. Ein bisschen kleinere Aufgaben erledigen. Da oben wartet schon irgendein Guru. Irgendein Fatzke. Machen wir hier mal separat. Zandor. Novize, wieso bist du nicht in der Burg? Ich war unten und habe das Essen an die Wachen verteilt, wie es mir aufgetragen wurde. Dann sei es dir verziehen, dass du die neue Regel nicht beachtet hast, mein Kind. Hast du eine Aufgabe für mich? Du besitzt eine gute Tugend, mein Kind. Du bist eifrig, das ist löblich. Aber im Moment haben wir keine wirklichen Aufgaben für die Novizen. Es sei denn, du willst in der Mine arbeiten oder beim Ausbau des Turmes helfen. Nun, eigentlich bin ich ja kein Maurer. Das dachte ich mir. Frag einfach die anderen Novizen und Krieger, ob du ihnen helfen kannst. Wenn du der Meinung bist, du hättest genug getan, komm zu mir zurück, Bruder. Ich hab genug getan, nein, hab ich natürlich nicht. Mögest du ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein. Alles klar. Es hat auch irgendwie jetzt, kam jetzt auch kein Kapitel uns entgegengesprungen. Also es gibt wahrscheinlich in dieser Modifikation keine Kapitel, wie gesagt, 4-5 Stunden. Jetzt haben wir eine zweite Quest, die Aufgaben eines Novizen. Ja, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich erstmal uns ein bisschen nützlich machen. Hallo. Wir uns ein bisschen unterhalten. Boah, es ist ein steiler Aufgang da hinten. Aber der Zandor, der daddelt da einfach hoch. Erzähl mir etwas über die Gemeinschaft. Wir wurden immer mehr und mehr, bis die Armee uns hier einschloss. Aber das ist bestimmt alles Teil des Plans unseres Anführers. Wenn die Welt erfährt, wie wir die Armee des Königs besiegt haben, werden mehr kommen, bis wir unbesiegbar sind. Oh ja, das klingt einfach. Erzähl. Wir wurden immer mehr... Okay, der erzählt immer wieder dasselbe. Hallo. Du bist Händler, nicht wahr? Ja, ich soll dem Proviantmeister helfen. Du kannst vieles bei mir kaufen. Dann zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Wahnsinnig unbrauchbar. Unsere Nagelkeule würde ich... Also sie hat eigentlich einen relativ hohen Wert mit 90, aber ich werde sie nicht verkaufen, denn ich bin mir nicht sicher, ob wir das Schwert vielleicht nicht irgendwie abgeben müssen, weil es irgendein Questgegenstand sein könnte. Erzähl mir mehr über die Mitglieder dieser Gemeinschaft. Hier sind viele ehemalige Verbrecher, wie ich einer war. Wir haben viele Stärken, weshalb wir eines Tages siegreich sein werden. Ach was. Gibt es irgendwas zu tun? Zum Wohle der Gemeinschaft. Zum Wohle meiner Tasche. Verstehe. Ich habe hier einen magischen Trank, den wir den vorherigen Bewohnern dieser Burg abgenommen haben. Der könnte dir gehören. Für einen kleinen Gefallen. Schieß los. Was ist das für ein Trank? Er leuchtet rot. Könnte einer dieser Tränke sein, die die Lebenskraft steigern. Okay, was gibt es zu tun? Ich brauche eine Menge Heilpflanzen. Ungefähr 20 Stück. Heilpflanzen sammeln? Das ist doch sowas von ausgekaut. Nein, nein, du kennst nicht die ganze Geschichte. Die Heilpflanzen wachsen größtenteils in den Baumgruppen neben der Burg. Und da muss man eine Menge klettern. Was? Ein falscher Schnitt und man ist tot. Das lässt das Sammeln doch viel interessanter wirken. Aha, okay. Also Kletterpartie. Ich soll für Ronon 20 Heilpflanzen sammeln. Das Problem ist, dass diese sich auf einem Abhang befinden und ich da hochklettern muss. Dafür bietet mir Ronon einen Lebenstrank. Und wenn ich es richtig verstanden habe, einen mit permanent Leben dazu. Ja, zumindest mein Eindruck, den ich aus dem Gespräch gewonnen habe. Ist übrigens ganz nett, wie die hier alles verbarrikadiert haben. Und dann noch die Barriere und dann höre ich hier immer noch überall Goblins. Wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir uns hier weiter um.
sammeln wahrscheinlich erst einmal ein paar Quests, bis wir dann wirklich an die Erledigungen dieser gelangen. Also Kletterpartie wäre es erst. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir da rumklettern müssen, aber irgendwo innerhalb der Barriere wird sich wohl was finden lassen. So groß ist das Ganze hier ja gar nicht, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Nehmen wir das Schafsfell mit. Gibt es ja noch ein zweites? Jawohl. Und werden natürlich auch alles mitnehmen. Alles, was geht. Wir müssen ja hier, ne? Material, Geld. Und so, ne? In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.